Jo, und weiter geht's. So, ich bin euer Digima. Cody. In der ganzen Stadt tauchen ungewöhnliche Graffitis auf. Unser Technikexperte bei WKZ hält sie für Barcodes, die technikbegeisterten Bürgern einzigartige Inhalte liefern sollen. Wenn sie auf Abenteuer aus sind, dann achten sie auf diese seltsamen Symbole. So, und losfahren. Haha, so ein schneller Filter. Den wollen wir. Haha. Hoho. Euch Bürger, kämpft für eure Privatsphäre. Kämpft, damit die Stadt nicht in die Hände von Terroristen fällt. Seien Sie gewarnt, Mr. Rushmore. Machen Sie die Stadt zu einer demilitarisierten Zone oder tragen Sie die Konsequenzen. Nice. Sehr schön. Ist mir ein Auto geklaut aus dem Laden.
Was bist du denn für eine? Nee. Nee. Und da rein. Mission starten. Akt 2. Scheiße. Ich vergesse, dass Clara sowas nicht gewöhnt ist. Ich verschreck sie, wenn ich nicht aufpasse. Crispin ist mein Ticket für die Auktion und die Chance, an Irak ranzukommen. Er muss verschwinden. Oh, sorry. Nein. Der Ort ist zu öffentlich. Besser, wir gehen leise rein. Mist. Oh. Ach, wie soll man das denn schaffen, ey? Exotisch und schnell. Mr. Quinn wusste nicht, welche Farbe Sie mögen, also... Da war ich doch gerade drin. Da war ich doch gerade drin. Oh, den habe ich auch. Nee, doch nicht.
Kaputtes Stück Scheiße. Aha. Oh nein. Oh nö. Oh nö. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Oh je, yeah, wie rein? Kann ich hier mal eine Haftpumpe aussetzen? Scheiße. Verdammt, ihr habt doch alles überprüft. Crispin! Oh nein. Gut zu wissen, wo er langfährt. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Macht euren Job! Haltet ihn mir vom Leib! Scheiße! Verdammt, ihr habt doch alles überprüft!
Oh Mist. Er hat die Agenda auf dem Handy. Er darf nicht verschwinden. Den Bastard endlich fertig machen. Los, treibt ihn da raus. Los. Haltet ihn mir vom Leib. Scheiße. Verdammt, ihr habt doch alles überprüft. Crispin. Und. Mr. Crispin, ich werde nicht um den heißen Brei reden wie meine Geschäftspartner. Ich soll mich um sie kümmern, also weiß ich von ihren Hobbys. Was sie mit den Mädchen machen, das geht mir nicht an, wenn sie auseinander. Oh, das war ja geil. Das war geil. So kommen Sie auch an die Einladung für die Auktion. Crispin war auf dem Weg, sich etwas abzuholen, namens Poppy Special, in einem Club namens Infinite 92. Infinite 92. Kein offizieller Eintrag. Er wird in ein paar Threads erwähnt. Oh, ist wohl ein Fetischclub für Gentlemen. Illegal, natürlich. Also ist das Poppy Special eine Frau? Passt zu dem Profil, das Quinn von Crispin hat. Ich bezweifle, dass Poppy das Treffen überlebt hätte. Was für eine Option ist das? Ich glaube, wir kennen beide die Antwort. Ich fahre zu dem Club. Mach das. Das machen wir. Tün. Hackengas. Oh. Oh nein, das war nicht meine Absicht. Abkürzung. Los geht's. Dünn. Na, ganz schön. Jawohl, sind wir ja fast da, ne? Und... angekommen. Reichen.
Erreichen, erreichen. Ja, und dann sind wir bei der nächsten Folge. Achso. Ich bin verkleidet für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sagen. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Aha. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang, bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Die waren zu langsam. Folgen. Dann folgen wir ihnen mal. Ja. Ich hab was von Kannibalismus gehört. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, ha? Huh? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Ui. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Aha. Und wieder raus. Oh, ich dachte, hier wird noch was geboten. Hey. Sie kann prima blasen. Die wussten nicht, dass ich zuhöre. Wir sollten aber nicht zusehen, dass wir den Mistkerl loswerden. Einer für alle machen. Die ist mir nicht heiß genug. Unfassbar, wie klein die Dinger heute sind. Ich bin es echt leid, das alles auszubaden nach der Scheiße heute. Es geht immer nur um ihn, das ist so ein Arschkriecher. Hallo? Hallo? Meine Waffe. Hoffentlich beehren Sie uns bald wieder. Na, das war's. Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Mission beendet. Jo, dann sehen wir in der nächsten Folge wieder.
Where did she go, my? Tschüss.